die Lebensrealität vieler schwarzer Menschen ist immer noch so, dass sie von Rassismus betroffen sind, dass sie zum Beispiel von rassistischen Polizeikontrollen getroffen sind, dass es strukturelle Ausschlüsse von Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt angeht. Es ist schwierig für schwarze Menschen im ländlichen Raum, in kleineren Orten. Wir müssen immer wieder sagen, uns gibt's auch. Hallo, wir sind auch hier. Ja, schwarze Menschen leben auch in Deutschland, nicht nur in den USA. Das ist eine kollektive Erfahrung, die wir als schwarze Menschen schon immer in diesem Land gemacht haben. Es hat einfach Kontinuität und es wurde bis jetzt nicht thematisiert und nicht ausgesprochen. Man hat einfach so Angst und ist vorsichtig und observiert meistens erstmal die Situation, um zu gucken, okay, kann ich was sagen, kann ich nicht sagen oder wie man sich einfach generell verhalten soll. Ich habe meine Wurzeln in Afrika und ich feiere meine Wurzeln, ich habe meine Kultur da. Aber ich bin hier geboren, ich bin Deutsche, ich habe alles mitbekommen von hier. Sind zwar viele, aber in ganz vielen politischen Kontexten eigentlich unsichtbar. Eine der großen Hürden, wenn es um die Förderlandschaft geht, ist, dass sie eben nicht zugänglich ist für Menschen, die marginalisiert werden. Aus dieser Erfahrung heraus, dass schwarze Menschen in Förderinstitutionen meistens hinten runterfallen, hat sich bei uns sozusagen die Erkenntnis entwickelt und gedreht, okay, dann müssen wir sagen, wir adressieren explizit schwarze Menschen. Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Diese Erfahrungen, die viele Schwarze machen, dass sie Mayim die verwortlicht hat. Die Erfahrungen, die wir teilen, die greifbar zu machen, denen Worte zu geben, das auszudrücken. Also auch wenn es jetzt ein Buch ist oder ein Gedicht, haben die Bücher und Gedichte und Gedanken neue Räume im Kopf möglich gemacht. Mayim hat zum ersten Mal sehr sichtbar ausgesprochen, was es heißt, schwarz und deutsch zu sein und vor allem, dass Schwarz und Deutschsein sich nicht widerspricht. Da war das Wort Afrodeutsch sehr, sehr wichtig, denn es wurde mit dem Buch Farbe bekennen 1986 auch für die Mehrheitsgesellschaft das erste Mal ein Angebot gemacht, aus einer gewaltvollen rassistischen Sprache auszutreten. Wir müssen immer wieder unsere Geschichten ausgraben. Und dann sehen wir, dass es über 500-jährige Geschichte, schwarze Geschichte in Deutschland gibt. Die Anfänge der 80er Jahre mit den verschiedenen kleinen Treffen, mit den Herausbildungen, auch der Namen, sich selber Namen zu geben, wie ADEFRA, wie ISD, dass wir gemeinsam erwachsen werden konnten. In der zweiten Phase, denke ich, haben wir vor allem auch noch einmal deutlich gelernt, wie struktureller Rassismus wirkt, wie das System funktioniert. Und ich glaube, dass wir jetzt seit einigen Jahren in einer dritten Phase sind, in der wir die Institutionen selber in den Blick nehmen. Wir sind in den Institutionen und aus diesen Institutionen heraus sind wir gerade an dem Punkt, diese Arbeit aus den Communities immer wieder in den Institutionen zu formulieren, sie immer wieder auf den Perspektivwechsel hinzuweisen und daran mitzuarbeiten. Hier mit dem Mayim-Fonds etwas, was es so noch nicht gab, nämlich ein Förderprogramm, was aus einer Community heraus für die Community da ist und besteht. Der Mayim-Fonds in der Form geht ja nur,
in einer ganz bestimmten Konstellation, nämlich, dass wir mit der Bundeszentrale für politische Bildung als Hauptfördergeberin eine staatliche Institution gefunden haben, die den Antrag akzeptiert hat und unterstützt durch die Allianz Kulturstiftung sozusagen das noch ein bisschen größer gemacht hat, aber ganz klein im Setting, wo klar ist, es ist jetzt nicht so, dass das in den klassischen Entscheidungsstrukturen von der Bundeszentrale oder von der Allianz Kulturstiftung ist, sondern dass es einen Beirat gibt. Schwarze Menschen aus der Community entscheiden, wer gefördert wird und wer nicht. Für die Bundeszentrale für politische Bildung ergeben sich aber auch Chancen, unserem Auftrag gerecht zu werden, auch niedrigschwellige Angebote machen zu können für Menschen, die uns erstmal gar nicht auf ihrem Schirm haben. A, von der Bundeszentrale nichts wissen, B, sich nicht angesprochen fühlen und C, aber sehr wohl politische Bildungsarbeit machen. Wie können wir inhaltlich und strukturell einen Fonds aufbauen, der es ermöglicht, dass schwarze Menschen gefördert werden als schwarze Menschen mit schwarzen Inhalten? Du hast hier die Möglichkeit, eine Mikrofinanzierung zu bekommen. Darüber hinaus die Möglichkeit, ideell gefördert zu werden. Das heißt, wir versuchen, dir dabei zu helfen, ein Projekt aufzubauen, was nachhaltig ist, was eben empowernd wirkt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach auch weit zu denken und zu überlegen, okay, was sind denn vielleicht Projekte, die ich immer schon umsetzen wollte, für die es immer schwer war, Gelder zu bekommen, weil sie vielleicht als zu spezifisch gesehen wurden. Eine Möglichkeit, die sich mit diesem Fonds auch nochmal auftut, dass dezentral die Menschen aus unseren Communities schauen können, was brauchen sie. Wir brauchen dann niemanden, ne, der uns empowert oder im Charity-Gedanken für uns irgendwas macht. Wir gucken, was wir wollen, wir machen das selber. Wir brauchen nur Rahmenbedingungen, wo das möglich ist. Der Mayim-Fonds kann so nur sein, weil ganz viele Einzelpersonen und Organisationen vorher ganz viele Sachen gemacht haben. In irgendeinem kleinen Projekt halt der erste kleine Anfang. Sie sagen, okay, ah, interessant. Ich will mich jetzt einmal bewusst damit auseinandersetzen, was bedeutet es, schwarz zu sein, was bedeutet es, für Erfahrungen in unseren Communities zu machen, sei es in einem Afro-Shop, sei es in der Kirche, sei es in der Moschee, wo auch immer. Und es ist einfach eine herzliche Einladung. Lass uns neue Strukturen aufbauen. Lass uns überlegen, was uns hilft, was uns bevorteilt, was uns irgendwie eben empowert. Und das ist halt, ne, diese große Einladung an alle schwarze Menschen, in diesen Prozess mit einzusteigen. Und der Mayim-Fonds kann in diesem Prozess eine kleine Rolle spielen. Welcome, let's do it.